So, hallo, ich begrüße euch zu meiner täglichen Runde, die entweder mit Frust endet oder nicht. Es ist ein bisschen traurig, was in der letzten Folge passiert ist. Es ist ein bisschen sehr, 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 sehr traurig, was in der letzten Folge passiert ist. Denn wir waren eigentlich ganz gut dabei. Und dann kam ein Raum, in dem es ein bisschen dunkel war, in dem es ein bisschen viele Gegnerportale gab. Und er hat einfach mein Leben beendet. Ich kann es bis jetzt nicht glauben. Ich kann bis jetzt nicht glauben, dass das wirklich passiert ist. Es ist halt, also, es ist halt einfach. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So, es ist einfach traurig. Sechs rote Herzen, zwei blaue. Und das war's. War einfach vorbei. Ich habe keine Chance gehabt in diesem Raum. Oh, ups. Ich habe überhaupt nicht auf meine Herzen geachtet. Das war schon mal ein besserer Stachelraum als vorhin. Insofern bin ich zufrieden. Okay, ihr könnt mal, liebe Kollegen, ihr könnt mal hier oben sprengen. Hier. Hier. Hier, wo ich stehe. Ja, das könnte gut gehen. Echt, ist da nix? Ha! Dachte doch. Ich dachte doch. Der musste da sein. Sehr schön. Mag kooperieren die Gegner. Oha. Gut. Ja. Was wollte ich noch sagen? Kommentartechnisch gibt es im Moment nicht allzu viel zu berichten, weil die aktuelle Folge war jetzt die mit Perks. Also gerade kamen heute Perks raus. Und bisher, ihr habt sehr viel. Ihr fandet meine Fail-Ones sehr gut. Hust. Oh, Mom's Key wäre natürlich nice, wenn wir die Münzen zusammenbekommen sollten. Wäre Mom's Key eins nice Geschichte. Scheiße. Wisst ihr, ich finde es halt immer noch traurig. Jetzt gerade. Allein, dass ich jetzt einmal dieses eine Mal, wo ich gerade getroffen wurde, das ärgert mich schon. So, jeder einzelne Treffer ärgert mich, weil jeder einzelne Treffer eigentlich vermeidbar ist. Ich habe noch nie nachgeschaut, was dieses Backlunge macht. Ich habe es schon so oft mitgenommen. Ich habe noch nie nachgeschaut, was es macht. Jetzt werde ich mich endlich mal darüber informieren, was ich damit kann. Every time you take damage, you have a very small chance to spawn the lunch item, which gives. Ah, okay. Ich verstehe. Das wird zerstört, dieses Trinket, wenn ich getroffen werde und dann spawnt ein HP ab. Also diese Chance besteht. Eine sehr kleine Chance, aber sie besteht. Ich will mich deswegen eigentlich nicht absichtlich treffen lassen. Das war gerade dumm. Das heißt, es ist ein Trinket, was ich erstmal mitnehmen würde. Ja. Punkt. Punkt. Einfach Punkt. Kein weiterer. Ja. Keine weitere Aussage nötig. Okay. Ja, und ihr mögt auch auf jeden Fall, wie ich gegen Dogma kämpfe. Da seid ihr auch, sagt ihr auch, boah, du bist so geskillt, Conan. Wie du Dogma einfach jedes Mal um den Finger wickelst, ist unfassbar. Das ist das, was ich so aus den Kommentaren rausgelesen habe.
Ja. Also mein Dogma-Kampf ist Stil ist eigentlich immer noch nicht wirklich besser geworden. Allerdings kam mir nicht mittlerweile dieses Brimstone, damit komme ich klar. Aber vor allem, wenn er den Kreisel macht, ist einfach bei mir Feierabend. Dann ist einfach vorbei. Okay. Was sehr traurig ist. So, wir haben eigentlich eine Möglichkeit, die ganz gut ist und die passen könnte. Das wiederum ist jetzt nicht so gut. Aber da werden wir gleich spielen. Wenn ich genug Kerzen aus dem Bosskampf behalte, werden wir daran gleich spielen, um zumindest die 7 Münzen zusammenzubekommen für Morms Key. Dafür muss ich aber jetzt die Herzen behalten. Ganz wichtig. Sonst habe ich nichts, womit ich spielen kann. Ist klar. Also schön aufpassen, nicht in den Schmodder reinlaufen. Gut. Nice. Nichts, was wir konsumieren wollen, sondern das wollen wir einsammeln. Sehr schön. Das lasse ich liegen. Nicht, dass mir das gleich irgendwie durch die Herzmaschine verschwindet. Das würde ich nicht wollen. Okay. Ein halbes Herz liegt sowieso noch in der Ebene rum, aber das war es dann auch schon. So, 3 Münzen. Oh nein, sag nicht, nein. Okay, eine Münze kriege ich auf jeden Fall noch. Aber allerdings wird die nächste Ebene dann am Anfang recht kritisch. Das ist jetzt ein riskantes... Das ist jetzt ein sehr riskantes Play. Das ist zugegeben jetzt ein sehr, sehr, sehr riskantes Play, was ich hier mache. Ich würde fast am liebsten einmal in den Itemraum reingucken. Um mich abzusichern. Aber dann... Ich will eigentlich die Planetarium-Chance nicht... Nicht komplett... Okay. Vielleicht habe ich ja Glück und der droppt mir Herzen. Ja, okay. Gut, 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 gut. Riskantes Play ist vorbei. Sehr schön. Sehr schön. Gerade so. Haut gerade so hin. Gut. Gut, 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 gut. Damit kann ich doch schon arbeiten. Damit kann ich doch schon arbeiten. Okay, können wir diesmal bitte nicht von den grünen Fliegen getroffen werden. Das wäre super schön. Wir haben nur ein halbes Herz, ein halbes blaues Herzschutz. Das heißt, ich muss böse aufpassen, dass wir jetzt nicht mit Rotherzschaden enden. Okay. Ja, ich würde hier unten sprengen. Ich überlege nur gerade, ob ich irgendwie so sprengen kann, dass vielleicht, aber nee, dann ich glaube, das reicht nicht bis rüber. Trau mich nicht. Wir machen es so. Nice. Und durch das Mom's Key haben wir jetzt halt noch deutlich bessere Loot-Chests. Deswegen können wir jetzt immer ordentlich kassieren. Ist das das More Options, das ich denke, oder ist das ein anderes? Ich glaube, es ist das Item Room More Options, was mir im Moment noch nicht so viel nützt. Aber wenn wir dann zurückgehen, dann nützt es mir auf jeden Fall mehr. Der ist Options. After beating a boss fight. Ah, ja, hab nichts gesagt.
Hab nichts gesagt. Dann nehmen wir das mit. Dann nehmen wir das mit. Dann nehmen wir das mit. Nee, stopp! Es ist Options, Fragezeichen. Clearing a room will spawn an extra reward. Only one can be picked up. Ah! Ah! Es ist, okay, es ist nicht nach... Ja. Es ist ein anderes. Aber wir nehmen es auf jeden Fall mit. Gar keine Frage. Zwei Optionen zu haben bei einem, bei einer, ne? Also dann können zum Beispiel ein Herz spawnen und einen Schlüssel oder sowas. Und dann entscheidet man sich halt je nachdem, ob man Schlüssel braucht für das Herz oder nicht. Na genau, hier. Jetzt habe ich die Auswahl zwischen Münze und Trinket. Warum überlege ich eigentlich? Das ist ein Trinket, was ich auch in der Boss-Ebene liegen lassen kann. Ganz wichtig. Das ist ein Trinket, was ich schön in der Boss-Ebene gleich liegen lassen kann. Sehr gut. Yo! Kann ich das auch liegen lassen? Also kann ich mich auch nachher dafür entscheiden, weil ich würde das weiße Herz natürlich später erst nehmen. Nicht jetzt schon. Kann ich das auch liegen? Also bleibt das? Ja, okay. Gut, gut. Puh! Riskanter Test. Das war ein riskanter Test jetzt. So, ganz kurz. Geheimraum. Würde sich hier anbieten. Würde sich aber auch... Ja, scheiße. Ja, wir haben zwei Möglichkeiten. Ich probiere es erst hier. Treffer versenkt. Nice. Gut. Bascht. Jetzt können wir nämlich sogar noch den Bag kaufen. Nicht Bag, den... Bin ich gerade erschrocken. Ja, genau da wollte ich, dass er hingeht. Yes. Nur schon, dass ich den loswerde. Alter, hat's mich gerade gerissen. Mein Herz, echt. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Okay. So, wünsch mir Glück, dass das halbe Herz ausreicht. Dass das blaue Herz ausreicht, sonst wird's kritisch. Ja, das sollte bei dem Gegner ausreichen. Also wirklich. Das darf ich hier nicht. Also bei dem Gegner darf ich dieses blaue Herz jetzt echt nicht. Verlieren. Problem ist halt, ich habe echt relativ wenig Bewegungsfreiraum. Nein, das wollte ich nicht jetzt schon auslösen. Jetzt ist nur noch einer da. Hoch, hoch, hoch. Gut, nichts, was wir konsumieren werden, sondern einsammeln. Also wir konsumieren es, aber anders. Nicht mit Void. Ah, mein Gott, ey. Mein Gott. So, aber sonst haben wir hier nichts zu tun, ne? Vorsichtig, das Richtige einsammeln. Könnte man irgendwie so laufen, dass er beides einsammelt? Können wir mal ausprobieren, wenn wir die Situation mal haben. Okay. Gut, mehr kann ich nicht tun. Abflug. Haha, haha. Mehr kann ich nicht tun. Lost, lost, lost. Vor allem, wenn ich mir jetzt gedacht hätte, okay, ich habe schon ein Trinket abgelegt und hätte es einfach vergessen. Eie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 
Ein halbes blaues. Das halbe blaue wird wahrscheinlich gleich weg sein, wie ich mich kenne. Pin? Nix? Gar nix. Gar kein. Okay. Interessanter Raum. Okay, in dem Raum sollte ich eigentlich das Herz nicht verlieren. Gut. Ah, achso, ich kriege jetzt nicht beide, ne? Ich versuche mal beide einzusammeln, aber ich wette, dass es nicht geht. Okay. Okay. Hätte ich mich entschieden, hätte ich wahrscheinlich die Bombe genommen, aber wurscht. Okay, sehr gut. Können wir gleich reinschauen. Dann wissen wir schon, was es gibt auf der Ebene. Dann wissen wir gleich, ob es wert ist, sich genauer mit Geld zu befassen. Es ist definitiv wert, sich mit Geld zu befassen. Denn dann können wir uns den Kollegen hier holen. So. Okay. Und wenn wir nochmal 5 Münzen zusammenbekommen, gibt es noch ein blaues Herz. Ich lasse es kurz liegen. Vielleicht ist das rote Herz nachher attraktiver. Wir warten das ab. Oh weia. Oh weia. Oh weia. Jo. Kannst bitte keine Spinne mehr spawnen, sondern nur noch Bomben. Danke. Auch das, nichts, was ich konsumieren würde, das nehmen wir auf jeden Fall mit, weil es mehr Bomben bedeutet und auch den Bomben einen Poison-Effekt verleiht. So. Okay. Jetzt haben wir so viele Bomben, wenn ich Glück habe. Ja. Ja, wenn ich Glück habe, kann ich mir den Stachelraum sprengen. Nice. Ab in den Stachelraum. Ich... Überlege ich gerade, ob ich es erstmal liegen lasse. Ich lasse es erstmal liegen. Ist sinnvoller, ne? Ich komme ja jederzeit rein. Okay. Ich komme ja jederzeit rein. Aber mit dem Bettler müssen wir auf jeden Fall spielen. Nee, ich kann es im Moment nicht füllen. Ich kann es im Moment nicht füllen. Das ist mein Problem. Ich kann es im Moment nicht füllen. Ich hätte hier ein Herz, aber das füllt erst das jetzt leere Herz. Okay, ich kann es füllen. Ich kann es füllen. Ich habe nichts gesagt. Ich kann es füllen. Sehr schön. Mama mia, ich habe gar nicht gemerkt, wo wir... Oh mein Gott. Ich habe gar nicht gemerkt, dass wir in einem Fluchabschnitt gelandet sind. Oha. Habe ich gar nicht, ist mir gar nicht, ist mir gar nicht, ist mir gar nicht bewusst gewesen. Gut, dass wir drüber gesprochen haben an der Stelle. Oha. Oha. Ich überlege gerade, ob ich irgendwo sprengen kann. Nee, aber... könnte versuchen. Falls da der andere gewesen wäre. Nein, das ist in dem Fall nicht. Oha, oha.
Oha. Da komme ich leider nicht ran. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. So, was hat mir denn jetzt noch in dem Shop? Kann ich noch mehr kaufen? Bin ich im Kaufrausch hier gleich. Genau, den Bag können wir kaufen. Und jetzt kann ich mir nämlich auch wieder das blaue Herz leisten und meine anderen Herzen schützen. Sehr schön. Schade. Aber es erhöht die Chance für den Angel Deal. Deswegen auf jeden Fall nicht verkehrt, das zu tun. So. Ein Geheimraum haben wir gefunden. Jetzt gibt es eigentlich nur noch den Weg zum Boss im Moment. Und dann können wir nach dem anderen Geheimraum noch gucken auf dem Weg dorthin. Ja, hier gibt es leider schon zwei Möglichkeiten. Ah, nein, 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 nein. Nimm mir nicht mein Dings, was ich bis zum Boss brauche. Okay. Nee, dann nehme ich die Bombe, weil das Trinket, was ich aktuell habe, will ich ja behalten. Das heißt, ich nehme es eh nicht mit und wir haben schon ein Trinket, was den Crack Key spawnt, also passt. Schade, dass ich da jetzt nicht rankomme. Aber jetzt haben wir hier leider auch, wir haben recht viele Möglichkeiten für den zweiten Geheimraum. Gott sei Dank. Gott sei Dank gleich getroffen. Und es ist sogar ein sehr schöner Raum. Nicht um überlegen, will ich ihm die Bomben verfüttern? Soll ich es riskieren? Ich bin ehrlich gesagt nicht dafür. Ich würde die Bomben behalten. Okay. Hoffen wir, dass der Boss gut geht und wir gleich einen Engelraum abstauben können. Oh weia. Oh weia. Da muss jetzt böse aufpassen. Der kann ordentlich wehtun, wenn ich nicht aufpasse. Vor allem, wenn er seine blöde Scheißkugel droppt. Damit habe ich nicht gerechnet. Mein Gott! Seit wann konnten diese Bomben in so Dings explodieren? Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Der will es aber schon wissen, ne? Alter, aber alle explodieren jetzt nicht mehr in solche Dinger. Was war denn das? Warum ist denn da so ein Schuss? Oh mein Gott! Warum ist denn da so ein komischer Schuss rausgekommen das eine Mal? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das machen die Bomben normalerweise nicht. Also habe ich irgendwas verpasst? War da irgendwas anders bei den Bomben? War das eine spezielle Bombe, die er da gedroppt hat? Junge. Ja, schade. Aber hab hier. Gutes Item. Gutes Item. So. Können wir hier noch irgendwas tun? Ich wizard spontan nichts. Wir können die Pille noch einsetzen. Was kann schon schief gehen? Ja, nichts. Gut. Sehr schön. Soweit. Ach, stopp. Mein Gott, können wir noch irgendwas tun? Oh, bitte deabonniert mich. Mama, 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 Mama. Oh, wenn ich den wieder... Oh. Ah, Moment, greife ich jetzt als erstes mein Knochenherz an? Wait, wie ist denn das jetzt? Der schnabuliert sich jetzt immer das Herz. Ah, das ist natürlich kacke.
Wenn ich Pech... Ah, dann hätte ich das Herz nicht sofort... Nein, dann hätte ich warten sollen mit dem Knochenherz. Das ist natürlich kacke. Ich hätte mit dem Knochenherz warten sollen. Bitte deabonniert mich nicht, aber das ist ein Fehler, den ich nicht mehr machen werde. Oh, Scheiße, hoffe ich. Scheiße. Scheiße. Der wird nach zwei Herzen, wird der das jetzt nicht... Nein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott! Alter, wir haben gerade so ein Glück durch das Dings, ne? Lol. Okay, Passage. Können wir natürlich einsetzen für Crawl Space. Nichts, was ich mitnehmen würde. Einfach gucken, ob wir einen Crawl Space bekommen. Einfach gucken, ob wir einen Crawl Space bekommen. Nope. Und Temperance können wir mitnehmen. Okay. Ich muss gar nicht zum Bossraum laufen. Ich kann jetzt ja auch hier einfach gehen. Ich kann jetzt auch hier einfach durch. Übrigens, die Missing Page Nummer 2 wäre vielleicht schlauer gewesen zu konsumieren. Lasst mich die nochmal ganz fix nachlesen. Plus ein Blackheart. Ah, nee, 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 nee. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich hab nichts gesagt. Alles gut. Passt schon. Passt schon. Ich hab nichts gesagt. Alles gut. Es ist alles in bester Ordnung. Oh. Oh. Da gehe ich doch gleich mal rein. Der wäre natürlich batterietechnisch cool, aber wenn man so wenig Münzen haben, noch nett. Mal gucken, was wir so an Münzen zusammenbekommen. Wahrscheinlich... Ja, fällt mir jetzt wieder zu spät ein. Ich habe ja Moms Key. Wahrscheinlich wäre es sogar lukrativ gewesen, mit dem Schlüsselbettler eine Runde zu spielen. Wahrscheinlich wäre das sogar attraktiv gewesen. Wir warten mal ab, ob wir dieses rote Herz irgendwann brauchen. Ne? Ich gehe jetzt nicht sofort auf Münze einsammeln. Kann ja erstmal liegen bleiben. Kann ja erstmal liegen bleiben! Mein Gott, was lasse ich mich denn schon wieder von allem treffen? Oha, die Range ist ja insane schlecht. Okay, sehr gut. Okay, sehr gut. Gut, was nehmen wir denn mit? Nee, Trinket brauche ich nicht. Also, was ist denn das für eins? Was ist denn das für ein Trinket? Irgendein Magnet-Dings, glaube ich. Ich tippe mal Magnet ein und hoffe, dass ich sehe. Ja, Broken Magnet. Hat ab und zu den Magneto-Effekt. Will attract coins, pulling them into Isaac from a distance. Ich meine, wir haben genug Bomben. Kann man schon erstmal mitnehmen. Bedeutet das auch... Ah, ja. Interessant, dass das Herz darauf keinen Bock hat. Und nur die Münze da Bock drauf hat. Okay. Faszinierend. Oh mein Gott! Ich hab's nicht gesehen! Planetarium! Ich hab's nicht gesehen. Moin. Das ist wieder der Ring, den hatten wir schon mal. Kann man anbieten. So. Oh mein Gott, ich hab's gar nicht realisiert. So, aber das heißt, wir können ab jetzt wieder sehr schön alles Mögliche
dir, weißt du schon. Hier Dings können wir wieder. Itemräume. Betreten. Kiste natürlich. Range up. Okay. Könnt ihr eigentlich auch? Die können nichts spawnen, ne? Gehen einfach nur machen nur dunkel. Gut, aber sehr nice. Ab jetzt wieder Itemräume. Also wir müssen ein paar Itemräume nachher nachholen, aber nicht allzu viele. Sehr schön. Das Item, auf dem ich gestanden habe, habe ich das eingesammelt, was immer es war. Ich wollte eigentlich die Truhe natürlich haben. Okay, da muss ich ein bisschen aufpassen. Itemraum, by the way. Ja, da muss ich ein bisschen aufpassen, sobald die Items spawnen, dass ich nicht direkt auf ihnen draufstehe, weil sonst das andere Item gewählt wird, was ich gar nicht vielleicht genommen hätte. Da muss ich ein bisschen aufpassen, ist okay. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ist in Ordnung. Werde ich mir merken. So. Ist das die... Was ist das? Ist das die Missing Page? Was kann die nochmal? Kann nicht schreiben. Ich kann nicht schreiben! Mysterious Paper. Okay, fast. Ah, aber es taucht trotzdem auf, wenn ich Missing Page suche, weil es den Effekt von Missing Page übernimmt. Okay. Ich würde es mal, glaube ich, eher mitnehmen als den Magneten, Fragezeichen. Bibel. Und oh mein Gott. Ich meine, wir haben die Dings oben, ne? Wir haben die Temperance-Maschine oben. Wir müssen uns um Münzen kümmern. Oh, weia, wir müssen uns um richtig viele Münzen kümmern. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Nein! Ah, okay, ich habe die goldene Bombe. Okay, das geht wirklich enorm schnell mit dem Einsammeln. Oh weia. Oh weia, da muss ich böse aufpassen. Da muss ich böse aufpassen. Das geht wirklich enorm schnell mit dem Einsammeln. Ah, habe ich ja schon gemacht. Ups. Gut, wir könnten auf jeden Fall auch abheben. Ich hebe ab. Nichts hält mich am Boden. Dann würde ich nämlich gleich mal die Bibel konsumieren. Damit Mom diesmal nicht... Ne? Das lief das eine Mal nicht gut. Ich werde diesmal auch dran denken, dass ich das konsumieren kann. Ich werde dran denken, dass ich das einsetzen kann. Ich hätte aber auch gerne unbedingt more options. Also da würde ich auch noch drauf sprengen.
Da würde ich auch noch drauf springen. Und ihr habt eh geschrieben, wenn ich schon goldene Bomben habe, wieso hebe ich denn kein Geld ab? Wenn ich da schon richtig viel drin habe. Habt ihr natürlich vollständig recht. Habt ihr natürlich vollständig recht. Gar nicht erst riskieren hier. Ja. So. Dann gönnen wir uns noch das letzte blaue Herz hier drin. Und dann passt es erstmal. Gut. Gut, dann würde ich jetzt nämlich erstmal... Ups. Ja, jetzt können wir auch den Schlüssel mitnehmen, weil wenn wir Geld wollen, dann machen wir das über die Bomben. Wenn wir in der Ebene Geld wollen, machen wir es über die Bomben. Okay. Geheimraum. Ich wittere einen Geheimraum. Mal schauen, ob ich richtig wittere. Aber ich habe ja eh unendlich Versuche für den Geheimraum. Insofern passt es. Ja, okay. Guter Raum für die Maschine oben. Aber ich muss immer wieder runterrennen, weil ich mein Knochenherz natürlich nicht verlieren will. Ganz wichtig. Gut. Ja, mach mal Boss. Oder fehlt uns noch? Ne, wir haben einzig, haben wir alles gesehen. Mach mal Boss. Okay. Das passt. Komm, 72%. Da ist er. Da ist er. So, was nehme ich denn jetzt mit? Ich muss ganz kurz die Spritze nachschauen. Syringe. Das ist Synthoil. Damage. Ja. Damage und Range. Damage und Range. Das ist natürlich mein Way to go. Sehr schön. Und dann haben wir hier noch den Engelraum. Da ist wieder das Schwert. An sich, um durch die Ebenen zu kommen, ist das Schwert halt echt cool. Frage. Wie genau... Achso, nee, daran ändert sich nichts. Die Tiers, die um mich rumfliegen, haben nichts mit den Tiers zu tun, die ich habe. Ja, komm. Na komm, wir nehmen das Schwert. Wir nehmen das Schwert. Why not? Why not? Why not? An sich mag ich's ja. An sich mag ich's ja. Also wirklich. Und wir haben halt auch hohe Tiersrate. Wir können relativ schnell, ne, hier, den hier machen. Uns erstmal ein Schlüsselpiece. Piepiece. Der kommt gar nicht zum Laser machen. Finde ich gut. Einmal dies. Einmal dies. Sehr, sehr schön. So. Wir sind hier noch lange nicht fertig in der Ebene. Es tut mir leid. Na, wir müssen hier noch jetzt viel hin und her laufen, weil ich will mein Knochenherz natürlich nicht verlieren. Wir müssen jetzt wirklich viel... Es tut mir leid, wir müssen jetzt richtig viel hin und her laufen. Ich kann es leider nicht... Na?
Ah, das ist nicht so geil. Wobei das mein Schwert... wobei es meine Reichweite mit dem Schwert erhöht, aber natürlich auch meine Treffer. Insofern... Nee, insgesamt ist es nicht so geil. Dinge sind passiert. Viele Dinge. Ich hätte gar nicht so viel sprengen müssen, hätte ich gewusst, dass ich so viel Geld noch bekomme. Na, aber was soll's. Kann ich auch wieder einzahlen. Warum bin ich jetzt hier runtergelaufen? Ich weiß es nicht. So, wie gesagt, das Problem ist, dass wir jetzt eben leider... Ja, vielleicht explodiert sie auch ganz bald. Aber ich muss halt jetzt jedes Mal, wenn ich... Tut mir leid, das dauert jetzt bestimmt 10 Minuten. Spult bitte vor oder so. Ihr könnt ja am Dings sehen. Ich meine, ich gehe davon aus, dass es jetzt... Zieht es mir das... Kann ich das irgendwo nachlesen? Bonehard. Also, ist es... Ich probiere es aus, dann habe ich es gelernt, ganz ehrlich. Okay. Gut, danke, dass ich es ausprobiert habe. Danke, Conan, dass du einmal was probiert hast. Ich hatte halt Angst, dass er mir das Herz wegzieht, aber er zieht mir das Herz nicht weg. Dann kann ich nämlich ganz einfach da unten in dem Geheimraum nachher alle Herzen wieder auffüllen. Das ist das Ding, was ich mir schon gedacht hatte. Sehr gut. Sehr gut. Dann wäre das mit dem Bettler wahrscheinlich auch nicht schlimm gewesen. Dann hätte es mit dem Bettler genauso funktioniert. Der zieht mir die Herzen nicht. Okay. Sehr gut zu wissen. Den Schild. Den Schild zu spät realisiert. Okay, geben wir erstmal Geld aus. Mein Ziel wäre natürlich, hier die Kugel zu bekommen. Okay. Broken Syringe wäre auch eine interessante Geschichte. Blank Rune. Huch! Was war das? Was war das denn gerade? Eine Rune, die einfach hat alles verschwinden lassen. Huch. Und Fliegen draus gemacht hat. Hä? Ich noch nie gesehen. Jetzt wird's halt kritisch, weil... Die meisten Sachen, die mir das Viech jetzt geben kann, würde ich nicht mehr nehmen wollen. Ja,
Ich hätte halt gern die Kristallkugel. Ja, oder sowas hier. Langsam wird es HP-technisch aber auch interessant. Pokerchip, was ist das denn? It's Double Down Time. Chests now have a 50-50 chance to either pay out with extra consumables or nothing an enemy. Ah, okay. Nope. Nope. Nicht mein Fall. Emperor. Haben wir hier noch? Magician. Tower. Okay, nichts aktuell. Aktuell nix. Oh nein! Das Dumme ist, die ganzen blauen Herzen kann ich nicht einsammeln. Es tut so weh, die nicht einsammeln zu können. Bitte geh doch einfach kaputt. Ich auch noch das Sun. Ja! Gib mir das! Oh mein Gott! Oh, yes! Yes, Sir! Yes! Okay, The Sun wäre jetzt die Karte, die wir mitnehmen. Jetzt mache ich dich erstmal wieder zum Aufladen. Bis du vielleicht auch kaputt gehst und mir ein Batterie-Item gibst. Weil auch du gibst irgendwann ein Item. Weiß das. Irgendwann droppst auch du ein Item für mich. Okay, im Moment noch nicht. So, wir gehen einmal runter. Wir gehen einmal runter für die ganzen roten Herzen. Jetzt wissen wir ja, dass wir alle auf einmal ausgeben können. Und dann haben wir's. Dann haben wir's. Dann war es das aber auch hoffentlich wert und wird mir diese in Run ebnen. Jetzt haben wir wirklich den kompletten Raum nutzen können. Das ist schon mal eine Sache. Das ist schon mal eine Sache. Jetzt gibt es nochmal richtig viel Kohle. Aber ich meine, ich nehme mir die Zeit. Ist mir egal. Ich nehme mir die Zeit. Lieber nehme ich mir die Zeit und habe halt dafür nachher deutlich bessere Voraussetzungen. Ich weiß, dass es ewig dauert bei mir. Ich weiß das. Tut mir leid, es ist halt so. Aber ich werde doch hier jetzt nicht... nur weil es lange dauert, mir diese ganzen Chancen entgehen lassen. Weil es ist ja egal, selbst wenn er die Bloodbag spawnt, kann ich ja immer noch sie consumen. Und jetzt kann ich ihm wieder weitermachen. Er will aber auch nicht zu einem Item werden, ne? Komm, Freund. Sei nicht so. Ihr seid ganz schön greedy immer, ne? Jetzt haben wir es geschafft. Nice! Okay. Was greift denn jetzt als nächstes an, wenn ich jetzt hier weiterspiele? Die blauen Herz oder das Knochenherz? Schild. Was greift er jetzt an? Okay, die blauen Herzen. Sehr gut, dann liegen ja noch genug hier rum. Was ist jetzt passiert? Ach, mein Mysterious Paper, glaube ich, hat sich ausgelöst.
Oder die blauen Herzen gelten als Schwarzherzen. Ah, ich weiß es nicht, was gerade passiert. Schild. Das will auch nicht kaputt gehen. Was ist falsch mit dir? Schild. Das gibt's doch nicht. Es geht nicht kaputt. Ich setz gleich das Sand ein. Weil nachher habe ich zu wenig Herzen für die nächste Ebene und sterb einfach instant. Weil doof. Das wäre nicht so cool. Aber jetzt habe ich immerhin die blauen Herzen, die hier rumlagen, nutzen können. Hust. Ja. Ja. Ist es jetzt sinnvoller, da oben weiterzuspielen? Wir haben so viel Geld. Nee, ne? Ich denke, wir haben genug uns erspielt. Ich nehme Sun mit und wenn es knapp wird, setze ich sie ein. Und wenn ich Herzen jetzt bekommen sollte, ist es auch gut. Ist jetzt ein bisschen blöd, die blauen Herzen verspielt zu haben. Sehe ich ein, dass das nicht so klug war. Ach so, im Moment kann ich jetzt ja auch Void einsetzen, weil es ja dann wie Dings ist, ne? Oha! Oha! Einfach nur noch ein Judgment-Kollegen hier. Oha. I'm drowsy. Tears up. Die lassen wir liegen. Okay. Ich kann ja nochmal. Okay, jetzt gehen wir aber. Ich will lieber den Schutz vor mir haben. Riskieren wir mal nicht mehr. Ist in Ordnung. Ne? Ist okay. Wir haben so viel Stuff. Komm, passt. Einfach weiter. Passt schon. Hey, wir sind eine Stunde und Devs 1 jetzt erst. Sheesh! Was ist jetzt, wenn ich mit dem Schwert danach schlage? Eigentlich nehme ich doch beides gleichzeitig mit. Ja, den Schwert. Ach so, nee, klar. Wie so ein Uhrzeiger komme ich als erstes über die Bombe. Über die Münze in dem Fall. Ich habe nichts gesagt. War eine dumme Frage. Nee, es gibt keine dummen Fragen. Aber ich hätte nachdenken können, bevor ich frage. Aber wir sind so viel in, Alter, die Zeit, ne? Schon eine Stunde und wir sind noch nicht mal auf dem Heimweg. Aber ich meine, ich habe mir jetzt halt die Zeit genommen. Das war es auf jeden Fall wert, so viele Münzen haben und so weiter. Das ist schon gut. Ich will, was rechtfertige ich mich denn? Natürlich war es gut. Was rechtfertige ich mich denn? Bin ich lost? Okay. Völlig lost, sich da zu rechtfertigen. So ein Schwachsinn. Wem's so lange hat gedauert hat, der hätte ja vorspulen können. Und was mein Hauptziel war, war halt wirklich im Void die Kristallkugel reinzubekommen. Das war mein Hauptziel und das habe ich erreicht. So, ich gucke kurz Steine. Okay.
muss jetzt trotzdem aufpassen, dass ich nicht Rotherzschaden nehme. Ich hoffe auf ein blaues Herz. Leider kein blaues Herz. Okay, wir könnten eigentlich mal wieder ein bisschen... Na, wir zahlen jetzt nichts ein. Ich habe 800 Münzen drin, das passt schon. Das Problem ist, wir haben Curse of the Blind. Und natürlich ist es riskant, hier ein Item zu nehmen. Ist mir bewusst. Aber ich glaube, beim Schwert kann so viel auch nicht schief gehen. Ja, passt doch. Wenn ich eine Pille einsetze, macht der Sachen. Und ich setze relativ selten Pillen ein. Also es passiert eh nichts. Ich hätte nur gern jetzt ein blaues Herz wieder zusätzlich. So ein bisschen... Doof. Oha. Ist hier irgendwo ein X-Stein? Aber ich meine, ich springe mich eh in die Mitte. Ich will nur gucken, wo ich mich am besten in die Mitte springe. Aber ich sehe keinen X-Stein. Schade. Aber hier könnte der Geheimraum sein. Dann nicht. Schade, dass da kein Stein kooperiert. Okay, die sollten hinzukriegen sein, ohne Schaden zu nehmen. Okay, alleine schon aufgrund des Rings. Null. Boss. Ach nee. Die zweite Bombe war dumm. Die zweite Bombe war dumm, gebe ich zu. Okay, einmal konnte ich es ja einsetzen. Also ich würde es gerne immer dann einsetzen, wenn es orange ist. Damit ich auch consumen kann, falls ich consumen möchte, ne? Oh, wieso sehe ich denn jetzt den Geheim... Ach, natürlich, weil ich die Kugel eingesetzt habe. Leute, bin ich zu dumm zum Sprengen? Die Bombe war doch goldrichtig, oder nicht? Hä? Ich habe die... Wir haben so viele Bomben, ich spreng ein bisschen. Wir haben vor allem schon schöne Pillen gesammelt bisher. Ne? Relax. Oha. Wir haben schon so schöne Pillen gesammelt. Oh, die kannst du behalten. Wobei sie jetzt heute nicht so schlimm... Im Moment wäre sie nicht so schlimm. Im Moment wäre sie nicht so schlimm. Noch ein HP ab, jetzt wird's langsam... Jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich mich langsam frage, ist es gut, noch ein HP ab mitzunehmen? Ne? Also vier blaue Herzen halte ich schon für sinnvoll zu behalten. Warum habe ich die Münze noch nicht mitgenommen? Wahrscheinlich, weil ich lost bin. Vier blaue Herzen würde ich schon... ehrlich gesagt für sinnvoll erachten. Ich wollte das Herz haben. Ah, ich darf nicht draufschlagen. Ich muss gezielt einsammeln. Okay, kein Stein. Herz. Fünf. Irgendwo war noch eine Batterie, ne? Oder auch nicht. Ich dachte, irgendwo lag noch eine Batterie. Na, egal. Gut, Bossfight. Gucken, ob was zum Konsum... Ach so, ich sehe ja nicht, was es ist. Also ich werde es eh nicht konsumen. Ich werde es auf jeden Fall einsammeln. Ah, wir haben den anderen Geheimraum noch nicht, ne? Stimmt, deswegen bin ich eigentlich nochmal losgezogen. Das war ja der Grund... Gibt es keinen, weil... Oder ist nur der andere okay, wir lassen es. Ich glaube, es gibt keinen. Wir lassen es.
So, wen haben wir denn hier? Okay, das sollte doch funktionieren, ohne hier groß Schaden zu nehmen. Perfekt. Ach ja, da war ja was. Ja gut, was kann schon schief gehen? Booster Pack, okay. Two of Spades mache ich einfach direkt. Weg damit. Nochmal Strength. Death. The Fool. Dann bin ich euch ganz ehrlich. Wir lassen Sun und so weiter hier liegen. Wir nehmen gleich The Fool mit. Dann haben wir schon mal die passende Karte. Ne? Und dann gehen wir. Da oben scheint noch eine Bombe zu liegen. Hä? Habe ich die? Bin ich dumm? Nicht, dass ich jetzt wegen den 24 Bomben eine zu wenig mitnehme nachher. Alter, ach, das ist... Ja, okay. Habe ich die Bombe erwischt? Ich glaube, ja. So. Ich habe es aufgemacht, weil manchmal droppen die auch Sachen. Nicht, dass ihr mich für dumm haltet. Okay, jetzt hauen wir ab. Jetzt reicht's mir. Ich bin schon wieder so lange in der Aufnahme. Es ist, wir sind gerade mal nach einer Stunde sind wir hier. Ich hoffe, jetzt geht der Rest ein bisschen fixer. Ich hoffe, ich werde nicht... Ist, so eine Arcade hält mich einfach einen kompletten... Hält mich einfach ewig auf. So eine Arcade. Eine Arcade reicht aus. Und mein Leben ist vorbei. So, Abflug. Passt schon. Ich muss kurz ganz dumm fragen. Wir haben schon in diesem Run ein Trinket irgendwo hingelegt, ne? Ja, ich glaube, das war der Run, wo wir die Gabel am Anfang hatten. Und das HP-Lunch-Ding. Richtig? Das war doch dieser One, wo wir... Nein, Larcher möchte ich nicht mehr werden, vielen Dank. Richtig, das war doch dieser One. Oh, jetzt wird's interessant. Da muss ich ein bisschen mit meinen Strahlen lieber arbeiten. Sehr schön. Ich meine, das war dieser One. Aber ich bin mir nicht sicher. Hier wäre der Schädel gewesen, den wir nicht mehr brauchen. Was sehr gut ist. Oh boy. Kann eigentlich das Mysterious Paper auch hier? Nein. Perfekt. Genau das passiert, was ich wollte. So, Steine gucken, ganz kurz. Die Außen brauche ich eigentlich gar nicht angucken, da käme ich eh nicht ran. Passt. Hier wäre ein... Okay. Ich habe ja das eine schon liegen lassen, ne? Weil ich eigentlich einen gewissen... Mann, ist so schwierig. Weil ich eigentlich einen gewissen, Oh, ich sehe, ja, scheiße. Ja, nee, Freunde. So nicht. Weil ich einen gewissen Anteil an blauen Herzen aufbewahren möchte. Huch. Es könnte... Ich weiß, wir haben die Telepilz-Pille schon, aber ich glaube, gibt es nicht auch, kann man auch nicht mehrere? Ich bin mir nicht sicher.
traue mich jedenfalls nicht, im Moment Pillen einzusetzen. Auf der Ebene traue ich mich immer nicht so. Weil das marmtechnisch ja schief gehen kann. Das ist das Ding. So, jetzt gehen wir erstmal hier. Gehen wir erstmal Itemraum und Shop. Beides ist ja eingezeichnet. Nein, ich will immer noch nicht Larger werden, danke. Das Angebot? Hat er den Schlüssel genommen? Die Münze? Ist ja wurscht. Wir haben von allem zu viel. Wir haben von allem zu viel und da waren geht schon wieder Ewigkeit. Oh, BFF. BFF, Chaos. Ein blaues Herz. Alles. Das war frech. Alles zum Einsammeln. Sehr cool. So. Yo. Jetzt kann ich auch wieder Münzen einsammeln. Da ist noch ein blaues Herz. Habe ich vorhin gar nicht realisiert. Muss ich kurz dumm fragen. Das ist der Typ, der mit mir der größer wird und immer mehr kann mit der Zeit. Den würde ich jetzt nämlich nicht consumen. Lil Greedy oder wie der heißt. Nee, der heißt scheinbar nicht Lil Greedy. Ja, wie heißt denn der? Wenn ich Gre eintippe, finde ich ihn dann. Ist der nicht so ein bisschen greedy drauf? Dachte, der ist so ein bisschen greedy drauf, aber ich finde ihn so auch nicht. Okay, dann muss ich ihn nach Bild suchen. Ich meine, der wächst mit jeder Münze, die er futtert. Also nicht mit jeder, aber er wächst mit... Ach, Bumbo, genau, Bumbo. Alle 6 Münzen verwandelt er sich. Und nimmt Kontaktschaden. Drop Bomben. Kann auch Pedestal-Items droppen. Nee, den würde ich tatsächlich mitnehmen. Den würde ich nicht konsumieren. Also da ist, glaube ich, das Consuming deutlich ineffizienter. Als wenn der einfach sich Münzen krallt. Der soll sich ruhig Münzen krallen. Liegt hier noch Münzen rum irgendwo? Ja, hier liegen noch Münzen rum. Krall dir Münzen, mein Freund. Wenn jetzt hier nicht gerade so eine gefährliche Bombe auch durch die Gegend sausen würde, würde ich im Übrigen hier so ein bisschen versuchen noch, ihm Münzen zu geben, dass er sich gleich mal verwandeln kann. Hier, hol dir, hol dir. Ja, sehr schön. Dass wir ihn gleich mal auf eine ordentliche Größe bekommen. Gönn dir. Prima. So, den Rest machen wir mit der Zeit. Jetzt kann er nämlich auch noch schießen. Gut. Dann haben wir eigentlich genug blaue Herzen, um einmal hier rein zu wuseln. Ist jetzt eigentlich zu spät. Ich glaube, das kann ich jetzt wirklich mal konsumieren, oder? Wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ich glaube, das kann ich konsumieren. Weil jetzt Restock, wenn ich eh nur noch einen Shop habe, ist, glaube ich, Quatsch. Oder ist es was anderes, als ich gerade denke? Causes your shops to instantly restock their items when you buy them. Kommen jetzt Items wieder zurück? Also, wenn ich sie gekauft habe, kommen sie zurück. Ach, wir nehmen es mal lieber mit. Der Consume-Effekt ist nicht so krass und ich glaube... Nee, wir nehmen es mal lieber mit. Einen Shop habe ich ja noch, der könnte dann auch noch nützlich sein. So, ich gehe nur ganz kurz münzentechnisch ab mit ihm. Dass wir nichts auslassen.
Ich glaube, wir haben irgendwo noch Münzen liegen. Yes! Ist er jetzt schon ausgewachsen eigentlich? Ich glaube fast ja, ne? Ich glaube fast, jetzt ist er schon auf Level 4. Und Level 4 ist, glaube ich, das höchste. Jetzt kann er auch Pickups droppen und Pedestal-Items. Coole Geschichte. Okay. Also ich hoffe, es war wert, mein Freund. Dich, waren hier noch Münzen? Nein, da waren nur die Pillen. Ich hoffe, es war wert, mein Freund, dich nicht konsumiert zu haben, aber ich gehe da stark davon aus, dass das passt. So, einmal hier kaputt machen. Sehr nice. Einmal hier eine Bombe setzen. Schade. Aber man kann nicht alles haben. Jetzt mir langt es auch gleich. Ich will nicht noch länger hier rum. Ich will echt nicht noch länger hier rumwuseln. Nein, ich habe im Moment echt Angst vor Pillen. Oh mein Gott! Ich habe noch keine Default-Karte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hätte... Hätte ich irgendwo liegen lassen? Ja. Oh mein Gott. Wenn ich jetzt mit der Drowsy-Pille zum Boss gegangen wäre. Bitte deabonniert mich. Oh mein Gott. Gönn dir. Oder kommst du da nicht rüber? Ach, du kannst nicht fliegen. Dann gönn ich mir. Dann gönn ich mir. Oh, da... Oh. Sheesh. Oh, ich hab wieder die Bombe. Okay, ich werde nicht mehr mit dem Schwert danach schlagen. Ich dachte, wenn ich von oben schlage, nimmt der als erstes... Aber wahrscheinlich hat der Schuss dann als erstes... Ach, keine Ahnung. Okay, so jetzt passt die Geschichte. Full haben wir dabei, Abflug. Oh, das wäre... Oh Gott, das wäre es gewesen. Das wäre es richtig gewesen wieder. Wir müssen jetzt nur, weil ich ein Herz habe, mich nicht hier komplett zerlegen lassen übrigens. So, noch ein Engelraum, sehr schön. Konsumieren wir natürlich. Sehr gute Sache. Müssen wir gar nicht drüber reden. Okay. Gut. Den zweiten Kampf erspare ich mir. Hauen wir ab. Hauen wir ab. Ich habe auch keine Lust, jetzt nochmal irgendwas nachzuholen, rumzulaufen. Wir gehen jetzt so, wie wir sind. Wir gehen jetzt so, wie wir sind. Passt schon. Ich will, dass dieser One vorbei ist. Ich will, dass dieser One vorbei ist. Danke, dass wir kein Curse of Darkness haben. Ich will einfach nur, dass dieser One vorbei ist. Mehr will ich gar nicht. Ich will einfach nur. Ich wollte gerade sagen, jetzt können wir uns noch ein Satan-Item holen. Sehr coole Sache. Aber leider hat es die Bombe anders entschieden. Ich war echt bereit, hier schön jetzt mit dem Bettler zu arbeiten. Aber das war jetzt ärgerlich. Das war sehr ärgerlich. Aber was willst du machen, ne? Mann, ey. Aber jetzt kann ich mich schön an der Ebene rächen. Ich kann mich schön an der Ebene rächen, für was damals passiert ist. Wenn ich hier alles einfach auseinandernehme. Hier. Oha. Das ist die One Makes You Larger? Ja, natürlich. Ich habe die Bibel nicht eingesetzt. Stimmt ja. Stimmt ja, ich lerne ja zu fliegen mittlerweile.
Ich habe die Bibel einfach nicht eingelegt. Gottes Willen, ich habe nicht aufgepasst. Da waren überall Dinge. Kommt der nicht mit? Dann sammle ich die Münzen ein. Gar kein Problem. Ich meine, wir brauchen ja auch noch genug Geld. Wir werden ja noch uns ordentlich im Shop dann, wenn wir uns ja noch ordentlich bedienen dürfen. Nee, du... Junge, die Truhe hätte dir viel mehr Münzen geben können, du dummer... Krapfen. 8-Ball. Bevor was anderes dumm ist, nehme ich den 8-Ball mit. Ach so, Shot Speed up. Ja, okay, merke ich gerade selbst. Merke ich gerade selbst. ist mir bewusst. Ich hab's gemerkt, Leute. Ihr müsst mich bitte nicht hauen. Ich hab's gemerkt, dass das die nicht klügste Entscheidung meines Lebens war. Nennen wir es mal so. Okay? Cool. Jetzt könnte ich eigentlich trotzdem hier wieder bibeltechnisch eine Runde fliegen. Ja, hat sich doch schon gelohnt. Nee. Nee, Temperance, jetzt nicht mehr. Es gibt Momente, da ist einfach jede längere Geschichte auch mal durch. Speed-up können wir gut gebrauchen. Okay, also ich muss ja eh ein bisschen kaufen. Für Restock. Aber welches? Dann nehme ich erstmal das Ice Baby mit. An der Stelle vom Ice Baby taucht... Was ist das denn? Ich tippe mal Bone ein und hoffe, dass ich sehe, was es ist. Ich sehe nicht, was es ist. Cool. Also hat das Item kein Bone im Namen. Dann ist es vielleicht irgendein Nagel? Nail? Geht auch nicht. Okay, auch nicht. Aber das ist doch irgend so ein... Ja, so knochenartiges Ding. Gut, dann muss ich halt wieder über die Bildersuche gehen. Ach, Dogtooth. Plus du. Okay, Damage up. Damage up. Es ist ein Damage up dabei. Eigentlich ist es dieser Effekt, dass man sozusagen Geheimräume also mitbekommt, aber es ist auch gleichzeitig ein Damage up. Jo, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Wie wird es sich denn jetzt dieser Pilz auf mich auswirken? Das ist doch der Maschinengewehrpilz. Damage down, also auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das ist ein großes Tears up, ne? Aber Damage down und mit dem Schwert ein Damage down ist natürlich kompletter Schwachsinn. Ist natürlich kompletter Schwachsinn. Okay. Gut. Ich meine, wir haben zwar durch das Book of Belial, was wir konsumiert haben, ein starkes Damage up dann zum Schlusskampf, aber ist klar, ne? Muss nicht sein. Dann müsste ich jetzt allerdings das Himmel... Das Angel Room Item kaufen. Was mir jetzt nicht mehr so viel nützt. Dass beide Türen auftauchen, weil die tauchen überhaupt nicht mehr auf. Aber das Ding ist halt, ich kann sonst nicht weiterkaufen und ich will ja weiterkaufen. Also muss ich das einmal mitnehmen. Ja, guck. Ja, okay. Okay, den Kollegen müssen wir uns schnappen. Da werden wir kein Risiko eingehen. Wir kriegen ein Leben dazu. Wir kriegen einfach ein Leben dazu. Gut. Soll dann auch reichen. Ja, stimmt, da war ja was. Ich spreng ja schon. Sollten wir noch genug Geld von selbst zusammenkommen, würde ich natürlich noch das andere Item kaufen.
Aber ist jetzt auch gut. Nicht, 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 nicht! Mein Geld. Mein Geld, mein Freund. Sorry. Alles mein Geld. Du hast genug Geld bekommen. Du hast genug Geld bekommen, mein Kollege. Nein! Nicht zweimal schlagen. Zweimal schlagen ist manchmal die schlechteste Idee. Die man so haben kann. Ich kann es nicht. Wenn es jetzt... Ich wollte es gerade testen. Wenn ich jetzt darauf angewiesen wäre, ich könnte es nicht mitnehmen. Ist das frech. Okay, ich könnte mit Fliegen hinkommen. Mit Fliegen könnte ich hinkommen, aber ich will keinen HP ab mehr. Ich werde es gleich consumen. Ich habe ja schon begründet, warum ich keinen HP ab mehr will. Ich denke auch, dass das die richtige... Oha. Oha. Zum Glück muss ich da nicht hin. Ich denke schon, dass das die richtige Entscheidung ist. Na, wir gucken gleich mal. Wir gucken gleich mal, was es jetzt mir gibt, dieses HP ab. Was jetzt genau der Consume-Effekt ist. Ordentlicher Damage. Ordentlicher Damage ab und Speed ab. Das war's wert. Das war definitiv besser als das HP ab. Also. Ach, Moment. Der Damage ab kam vom Book of Belial. Ich hab's gemerkt. Ich bin nicht dumm. Ich bin nicht dumm. Please keep calm. Ich bin nicht dumm. Alles gut. wo wollte ich? Ich wollte die Batterie holen. Der Damage abkam vom Book of Belial. Alles gut, alles gut. Don't. Der Mann ist hier schon wieder. Haben wir eigentlich noch irgendwo den Supergeheimraum? Ich suche jetzt auch nicht 3 Jahre. Ich glaube, wir haben ein paar... Ja, wir haben einige Itemräume noch sogar zum Durchschauen. Also, mal gucken, wohin uns die Reise führt. Ich habe da was gesehen. Gut, können wir uns merken. Sollten wir nochmal getroffen werden in der Ebene. Haben wir hier ein blaues Herz. Was natürlich nicht verkehrt ist. So... Aber ich denke, wir werden nicht mehr getroffen in der Ebene. Oha, 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 oha. Nein. Einfach ab nach oben. Ah, die drücken die Schalter jetzt nicht. Ich bin gerade im Überlegen. Ich glaube, weitere Münzen kann aber er auch wieder haben, weil sonst droppt er mir ja auch nichts, ne? Er will mir auch Sachen droppen, dafür muss er natürlich Münzen konsumieren. Wir kriegen keinen Shop mehr, also 24 Münzen, wenn ihr mir ein Battle über den Weg läuft oder sowas, reichen schon aus. Ich muss nur aufpassen, wo ich jetzt Dings hab liegen lassen. Am Ende stellt sich jetzt raus, ich habe nichts liegen lassen. Das wäre natürlich blöd. Ups. Das soll er mal machen. Das soll er mal machen, ganz ehrlich. Ja, okay, er ist zu langsam. Dann mache ich es doch selbst. Nein, die Truhe... ist dann aber schon wichtiger, Kollege. Oh, okay. Da droppt er einfach eine neue Truhe. Ja, Range leider wird sich auf das Schwert nicht auswirken. Hier liegt nichts.
Ich meine, wir haben Basement 2 was liegen lassen. Ich meine, es war Basement 2. Ich hoffe, ich liege richtig. Nicht, dass ich mich an irgendwas falsch erinnere. Einfach komplett lost, technisch mäßig. Gönn dir. Bombe. Okay, kein Pedestal-Item. Darum ging es mir, da wollte ich gucken. Hier haben wir auch nichts liegen lassen. Ihr habt mir geschrieben, bei einem speziellen Raum scheint immer eine Trapdoor aufzutauchen, wenn man diesen Raum bekommt. Muss ich mal gucken. Ich habe mir gemerkt, wie der Raum aussieht. Muss ich mal gucken, ob man das... Ich weiß noch nicht, woran ihr das festgemacht habt, aber wie gesagt, habt ihr geschrieben. Wir gucken uns die Karte an. Ah ja, wir haben eh eine Sun auf dem Weg noch, aber das Problem ist, selbst die Sun auf dem Weg... Ach ja, das war in der Ebene die Sun auf dem Weg, ne? Die nützt mir ja gar nichts. Weil ich ja eh nachher keine Karte mitnehmen kann. Itemraum waren wir hier auch drin, ne? Okay, da war auch kein Cracked Key. Wo habe ich die Cracked Keys? Ich glaube Basement 2. Also wenn jetzt... Ich glaube Caves 1 müssen wir noch den Item... Oh mein Gott. Ich glaube Caves 1 müssen wir noch den Itemraum mitnehmen. Aber... Gönnen wir Münzen. Eine Moon, okay. Oh, noch eine Pille. Ach, relax. Aber, wie gesagt, ich denke, in Basement 2 war dann Dings drin. Aber ich bin mir echt nicht sicher. Yo, was bist du? Bevor ich dich einsammle, mein Freund, gucke ich nach. Es sieht wie irgendeine Fernbedienung aus. Ich tippe mal Remote. Ja, da ist sie. Clicker. When used, this item will randomly change you into another character and remove the last item you picked up. Bruder, das bleibt sowas von hier. Das kann ich, darf ich ja nicht mal konsumieren. Das darf ich ja nicht mal konsumieren. Raus da. Oh mein Gott. Das wäre so ein Item, da hätte ich Angst, dass es mir den Run einfach beendet. Bin ich ganz ehrlich. Das wäre so ein Item, da hätte ich mega Angst, dass es mir einfach den Run beenden kann. So greedy nach der einzelnen Münze. Ja, okay, nice. Ich komme nur nicht an ihn. Doch, ich komme an ihn ran. Alles gut, ich komme an ihn ran. Lol. Ich kann es konsumieren, aber es nützt mir, glaube ich, nichts, ne? Aber ich konsumiere es, weil, warum nicht? Das ist ein Scheiß drauf. Einfach Scheiß drauf. Okay, Chariot nehmen wir mal mit. Vielleicht für den komischen Raum, dann kommt man da schneller durch. Aber ich meine, jetzt müsste es sowieso... Also, wenn jetzt kein Cracked Key kommt, dann schreie ich. Wenn jetzt kein Cracked Key kommt, schreie ich. Aber so richtig schreie ich dann. Jetzt muss ein Cracked Key kommen, sonst habe ich ein Problem. Habe ich ein fettes Problem. Okay, ganz weiter. Jetzt bitte nicht versehentlich den Cracked Key einsetzen. Itemraum suchen. Und dann ab durch die Mitte. Ich hab den Beutel nicht eigentlich. Ich wollte den Beutel. Böses Ding. Nein! Nein! Hasse dich! Jetzt habe ich selber die Münze. Ich wollte schneller sein als er, aber habe die Münze geschnappt. Ja, okay, kann man mitnehmen. Ach, hätte ich konsumieren... Ja,
konsumieren können, ich weiß. Ja, komm, mach du das. Mach du das. So ist schön. Brav. Brav, brav. Hoch oder runter? So, jetzt kannst du hier wieder dich bedienen. Eine nehme ich nochmal mit. Die anderen kriegst du. Okay. Okay. Letzte Ebene. Einmal noch Itemraum suchen und dann ab dafür. Ich hätte den Finger konsumieren können, ich weiß. Ich hätte den Finger konsumieren können. Perfekt, da ist er schon. Da ist er schon. Nice, nice, nice. Und er macht hier schön Kontaktschaden. Ich bleib einfach weg. Soll er das machen? Okay, ich kümmere mich doch selber drum. Wenn ich nämlich noch einmal getroffen werde, ist mein schönes Knochenherz weg. So viel zum Knochenherz. Du siehst gefährlich aus. Was machst du? Das heißt doch bestimmt Guillotine oder irgend sowas. Ja. Plus 1,0 Damage ab. Minus 1 Tier Delay. Macht Tiers ab aus. Sorgt dafür, dass Isaac's Head seinen Körper verlässt und um seinen Körper herum segelt. Blockiert Schüsse und macht 7 Kontaktschaden. BFF haben wir eingesammelt, das erhöht den Effekt nur. Ja, ab dafür. Ja, ab dafür. Klingt gut. Klingt gut für meine Situation. Weil ich meine, wenn es mich schützt, ne? Wenn es mich vor Treffern schützt, klingt doch gut. Der Körper macht weiterhin das Schwert und ich habe einfach einen zusätzlichen Schutz. Der sogar größer ist, weil ich BFF habe. Also das klingt ja nur positiv. Nein, das wollte ich nicht jetzt schon. Nö. Ich brauche dringend... Oh, Schutz. Schutz. Kein Schutz. Schade. Sehr schade. Oh nö. Ich will das... Jetzt hätte ich das HP ab natürlich gerne. Keine Frage. Okay, sehe ich, wenn ich jetzt Dings einsetze. Oh, das hat mir den Schutz gegeben. Oh Gott. Ich schätze, ich muss durch den großen Raum und dann ist der Strahlenraum da drunter. Ich schätze, ich muss hier durch. Okay, aber das sollte hinzukriegen sein. Das sollte ohne Schaden hinzukriegen sein. Mal er dahin läuft jetzt. Und aufräumt. Er räumt da richtig gut auf. Dann ist noch eine Münze für dich. Okay, du magst mir nichts geben. So, Strahlenraum. Okay. Ich hätte zwar gerne noch eine zweite Aufladung gehabt, weil wir dann zweimal das Book of Belial stacken könnten, aber so ist es auch in Ordnung, ne? Wir müssen gegen Dogma halt ankommen. Wenn wir Dogma haben, ist der Rest okay. Beast sollte laufen. Dogma muss laufen. Dogma macht mir Sorge.
Dogma macht mir große Sorge. Aber jetzt noch einen Raum durchlaufen ist halt Quatsch. Ich verliere nur mein Zeug. Ich verliere nur mein Zeug. Das riskiere ich nicht. Das riskiere ich nicht. Wir haben Apollon tainted. Wir haben tainted Apollon. Oha. Aber wenn ich das jetzt... Okay, jetzt habe ich ein Problem. Weil wenn ich das jetzt consume, habe ich keine Aufladung mehr für Dings. Also lasse ich es jetzt hier. Aber was soll ich tun? Jetzt consumen ist Quatsch. Weil dann ist meine Aufladung weg. Na? Versteht ihr den Gedanken hoffentlich? So, Gott. Moin, Apollon. Du hast ein komisches Gesicht. Okay. Muss ganz kurz einmal was testen. Ist es immer noch möglich, hier Dings zu machen? Okay, das Item bleibt da. Kann man immer noch schlafen gehen? Weil ich nämlich ein halbes Herz gerne noch aufgefüllt hätte. Ist mir gerade aufgefallen, dass ich noch ein halbes Herz weniger habe. Sehr schön. Also das Item bleibt hier, okay. Ich meine, wenn man sich anders entscheiden sollte, kann man das so machen. Weil das ist doch der D4, ne? Das ist doch der D4. Und der D4... Rerollt... alle meine Items. Also der D4 rerollt einfach mich. Ne? Und das Problem ist, ich könnte dadurch... Nee, es ist ein Item, was alles verändern kann. Das zu consumen ist eine ungünstige Idee. Das ist eine ganz ungünstige Idee. Okay, wird schon gut gehen. Wir haben auch ein Leben. Wir haben ja auch ein Leben. Wir haben also zwei Versuche theoretisch bei ihm. So. Das Schöne ist, wir machen die ganze Zeit Kontaktschaden durch meinen Freund hier. Und das letzte Mal, als ich mit dem Schwert gegen ihn gekämpft habe, bin ich in das ganze Brimstone-Zeug reingelaufen. Das kann mir jetzt nicht mehr passieren. Weil ich mittlerweile sein Brimstone kenne. Ja, nämlich das geht rauf und runter und so weiter. Er ist gefreezed, er war kurz gefreezed. Das war sehr geil. Das war nicht so cool. Ja, mach dich weg, mach dich weg, mach dich weg. Bleib weg einfach. Das machst du sehr gut, mein Freund. Das hast du sehr gut gemacht, mein Freund. Oh, der ist noch gar nicht tot. Ich dachte, er ist tot. Mein Fehler. Hat er sehr gut gemacht, muss ich ihm sagen. Hat er sehr gut gemacht. Finde ich gut, wie er das gemacht hat. Kann ich relaten. Sehr schön. Ich kann teilweise gerade nicht unterscheiden, ob es meine Schüsse sind oder die gegnerischen Schüsse. Aber es ist nicht weiter schlimm, weil wir eh immer nur ein halbes Herz abgezogen bekommen, sollten wir getroffen werden. Okay, und er ist leider hier ziemlich useless. Er ist einfach unten in der Lava, er kann nicht fliegen. Also er hat den Flugeffekt nicht mitbekommen, das ist ein bisschen ärgerlich, aber ich kann es nicht ändern. Tschüss. Boah. Come forth, boah. Ups.
Ah, dem seine Schüsse können scheinbar nicht in den Kreis. Ach doch, können sie. Ey, das ist einer meiner längsten Einzel-Ones überhaupt. Das ist so. Ich habe einfach keine Lust mehr. Ich will nur noch, dass dieser One aufhört. Wir haben so viel Zeit in diesen One gesteckt, aber immerhin mit Erfolg. Immerhin. Immerhin mit Erfolg. Das, oh, ey. Wenn das noch schief gegangen wäre, ne? Problem ist halt, ich muss jetzt an ihn rankommen, sonst läuft es nicht. Okay, so, Biest. Komm hervor, Biest. Was ich übrigens noch nie gemacht habe, ich habe noch nie Bomben eingesetzt gegen Biest. Ach, hä? Ah, die kann ich so gegen ihn knallen. Okay, ich sollte mich vielleicht mehr auf... Oh boy. Oh, das ist auch interessant. Durch das Feuer können wir jetzt richtig viel hier Tiers sammeln. Ah, shit. Ich gucke mal auf den Kopf zum Ausweichen, dabei muss ich auf den Körper gucken zum Ausweichen. Guck immer auf den Kopf. Scheiße. Oh shit. Ich muss mit dem Körper ausweichen, ey. Okay, ich muss in der Nähe von ihm bleiben, sonst haut es nicht hin. Gut, dass wir das One-Up hatten. Gut, dass wir das One-Up hatten. Gut, dass wir das One-Up hatten. Das war genau notwendig. Imagine, ich hätte Restock nicht gekauft. Imagine, ich hätte das One-Up nicht bekommen. Imagine, ich hätte Restock consumed. So viele Entscheidungen, die so wichtig sind. Und die schief gehen können, wenn man nicht aufpasst. Danke fürs Zuschauen und tschüss.